dem Film «Die Rheinmacher» begleiten wir vier Protagonisten, begleiten, wie sie die Projekte angehen, um Sachen zu renaturieren. Und dann geht es aber natürlich auch um den Rhein selber, um spezielle Perspektiven und um die Schönheit des Rheins. Wir wohnen hier in Schaffhausen, in einer wunderschönen Region, und der Rhein gehört zu dieser Region und ist extrem wichtig. Und der Rhein liegt den Schaffhausen am Herzen. Und es gibt ja nichts Besseres als einen Film über etwas zu machen, das den Leuten am Herzen liegt. Von der Geilinger Badi bis Langwiese aufwärts. Diese Stelle am Rhein zeigt der Film «Die Rheinmacher» mit Bildern aus einer anderen Perspektive, als man kennt. Wir haben eine Aufgabe, das ist den Uferunterhalt zu machen. Wir haben Vorstellungen, was wir wollen. Und unser Ziel ist auch, dass man einfach in der Natur einen Teil zurückgibt von dem, was man weggenommen hat. Wir haben den Rhein aufgestaut, oder, zum Strom produzieren. Der hat die Landschaft verändert. Und das, was wir machen, bringt man einiges wieder retour. Mit einem Rappen vieles bewirken. Wer Ökostrom vom Kraftwerk SH Power bezieht, zahlt pro Kilowatt einen Rappen an die Renaturierung des Rheins. Und was sich wegen der Renaturierung alles da hat, will der Auftraggeber vom Film SH Power und der Regisseur den Kinobesucher zeigen. Sie sollten dann mal wieder wahrnehmen. Ich glaube, das machen die Leute schon, aber indem man mal ein paar verschiedene Perspektiven sieht, wie so Aufnahmen von oben, einfach einmal den Rhein wieder neu wahrnehmen, weil der ist wunderschön und man sieht ihn jeden Tag und an die Schönheit gewöhnt man sich ein Stück weit auch. Die Dreharbeiten waren nicht immer einfach gewesen. Mehrere Punkte haben der Regisseur vor Herausforderungen gestellt. Was man alles möchte machen, weil es hat so viele Projekte und wunderschöne Arten, dann würde der Film aber 7 Stunden gehen. Und das Zweite ist das Wetter. Also wir haben zum Beispiel unbedingt im ersten Jahr eine Schneeszene haben, aber im ersten Jahr hat es einfach nicht geschneit. Und dann hat man wieder Drehtermine neu organisieren und dann ein Jahr später die Schneeaufnahmen machen. Darum ist es dann auch etwas länger gegangen, bis der Film fertig geworden ist. 3 Jahre hat es gebraucht, bis der 70-minütige Dokumentarfilm kinoreif war.